Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr dabei seid. Brennende Autos in Tiefgaragen, problematischer Abbau von Rohstoffen, Zweifel an der CO2-Bilanz, hohe Herstellungskosten. Ja, man könnte sagen, die Akkus für Elektroautos, die haben bei manchen ein Imageproblem. Doch die Kritik, die wird ja vielleicht bald verstummen, denn in den letzten Wochen, da gab es gleich mehrere erstaunliche Meldungen, die mich ziemlich überrascht haben. Es geht um nichts Geringeres als eine klammheimliche Akkurevolution. Ausnahmsweise mal ein echter Durchbruch in der Akkutechnik? Ja, ihr habt richtig gehört. Was da so ein bisschen unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit, gerade so von diversen Unternehmen vorgestellt wurde, das gleicht eigentlich einer Sensation. Nun wird die aber gar nicht so richtig wahrgenommen. Ja, es ist eben keine Sensation in puncto 1000 Kilometer Reichweite und in 5 Minuten wieder voll. Aber eine echte Sensation, was den Rohstoffbedarf und die Umweltbelastung, die Klimabilanz und den Preis für zukünftige Akkus in Elektroautos angeht. Gerade erst hat uns der Weltklimarat vor Augen geführt, wo wir stehen und was wir erreichen müssen. Die neue Akkutechnologie, um die es mir heute geht, die kann da einen großen Schritt in die richtige Richtung sein. In diesem Video reden wir also mal über die Zukunft der Akkus und wie sie wirklich kommen könnte. Keine Wunderakkus, keine Feststoffzellen, keine Salzwasserzellen, sondern Natrium-Ionen-Akkus. Wer hatte die eigentlich auf dem Zettel? Das wird also wieder ein spannendes Video, deswegen bleibt dran. Als erstes kam der chinesische Batteriehersteller S-Volt um die Ecke und verkündete, seine neue Zellchemie NMX sei serienreif. Nickel-Mangan-Zellen, NMX. Das ist an sich schon eine kleine Revolution. Bei diesem Akku besteht die Kathode zu 75% aus Nickel und 25% aus Mangan, also null Kobalt, deswegen auch NMX, Nickel-Mangan-Nix. Gut, Kobalt haben die LFP-Akkus, also Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus, die im Tesla Model 3 Standard Range Plus sind, auch schon nicht mehr. Aber die NMX-Chemie, die hat den Vorteil gegenüber LFP, dass sie deutlich größere Energiedichte hat und geringeres Volumen braucht. Das war übrigens schon im letzten Jahr. Habt ihr das mitbekommen? Da haben alle irgendwie nur leise gegähnt. Aber heute, also ab sofort, kann man die Zellen plötzlich auch in großen Mengen kaufen. Ja, sie werden produziert in industrieller Massenfertigung. Ups, also doch kein Pressehype? Die Dinger gibt's wirklich? Ja, man darf gespannt sein, welcher Hersteller seine Elektroautos als erster damit fahren lässt. Wer demnächst noch kobalthaltige Akkus verbaut, der bekommt also bald echt kritische Fragen gestellt. Und nicht nur das, die nächste Sensation, die kam dann vor ein paar Tagen ebenfalls aus China, diesmal von Cuttle. Der chinesische Zulieferer Cuttle, der unter anderem Tesla, Daimler und VW mit Akkus beliefert und so ganz nebenbei einer der größten Akkuhersteller der Welt ist, der hat einen Natrium-Ionen-Akku vorgestellt. Nicht als Studie oder Prototyp, sondern serienreif. Natrium-Ionen, fragt ihr euch jetzt bestimmt. Das klingt doch fast genauso wie Lithium-Ionen. Wo ist denn da der Unterschied und die Sensation? Ja, da habt ihr erstmal recht, Natrium-Ionen-Akkus, also als Technik, die gibt es schon ziemlich lange. Und solche Akkus, die wollte bloß vorher niemand haben, denn die sind zu groß, zu geringe Energiedichte, zu wenig Zyklen, zu geringe Haltbarkeit, also lassen wir das mal lieber mit dieser Idee, die Dinger für Elektroautos zu verwenden. Ja, jetzt hat aber bei Cuttle, haben die irgendwie nicht aufgegeben und trotzdem dran geglaubt und plopp, produzieren die irgendwie plötzlich in ein oder zwei Jahren in Massenfertigung diese Natrium-Ionen-Akkus. Und eben auch für Elektroautos. Da wundert man sich doch erstmal. Und gut, sagt ihr euch, dann haben sie es also hinbekommen, die Dinger sind jetzt kleiner, die Energiedichte ist höher und die Zyklenzahl ist höher. Aber wo ist denn jetzt wirklich der Durchbruch? Also ich meine so der richtige Durchbruch. Ein Durchbruch wäre es doch irgendwie aus Umweltsicht, wenn wir alle diese kritischen Rohstoffe nicht mehr bräuchten. Die Rohstoffknappheit ist doch jetzt schon ein großes Problem und das wird ganz oben auf der Liste der Hindernisse für Elektromobilität genannt. Und dann eben der CO2-Rucksack bei der Akkuproduktion. Den müssen wir auch kleiner kriegen. Das Lithium reicht nämlich nicht, das Nickel reicht nicht, das Graphit wird knapp und benötigt zur Aufbereitung große Energiemengen, geschweige denn Kobalt oder Kupfer.
Und dann die Förderung dieser ganzen Rohstoffe. Alles extrem in der Kritik. Teuer, umweltbelastend, Lebensräume werden zerstört, Kinderarbeit und. Ihr kennt ja das alles. Und das ist nämlich jetzt der eigentliche Durchbruch. Alle diese Bedenken, die kann man mit einem Natrium-Ionen-Akku als hinfällig betrachten. Denn so ein Akku enthält kein Lithium, kein Kobalt, kein Graphit, kein Nickel, kein Kupfer und nur wenig Mangan. Und die vorgestellten Kattelzellen liefern trotzdem 160 Wattstunden pro Kilogramm, lassen 80% Akkuladung in 15 Minuten zu und haben 90% Kapazität sogar bei minus 20 Grad noch. Kattel hat irgendwie so mal eben eine neue Ära der Akkutechnik erfunden. Aber was zum Geier ist denn dann noch drin in diesen Natrium-Ionen-Akkus, wenn da quasi kein Rohstoff mehr drin ist? Ja, die Anode und die Kathode, die sind im Akku normalerweise der Hauptrohstofffresser. Normalerweise besteht die Anode aus Graphit. Hier beim Natrium-Ionen-Akku, da kann sie aber aus irgendeinem beliebigen Kunststoff sein. Und die besten Ergebnisse liefert zum Beispiel eine Anode aus Braunkohle. Ja, richtig gehört. 2,5 Kilo Braunkohle braucht man für eine Kilowattstunde in einem Natrium-Ionen-Akku. Ja, wenn das wahr ist, dann müssen die Braunkohlereviere ja vielleicht doch nicht ganz dicht machen. Und die Kathode? Hier kommt normalerweise das kritische Zeug wie Kobalt, Nickel oder Mangan zum Einsatz. Und beim Natrium-Ionen-Akku, da ist die Kathode aus einem Stoff, der heißt preußisch blau. Also eigentlich ist das hier preußisch weiß, denn das preußisch blau ist vollständig mit Natrium versetzt und dann nennt man das preußisch weiß, aber sonst ist es eigentlich das gleiche. Ja, preußisch weiß, preußisch blau, was ist das denn jetzt schon wieder? Das klingt doch irgendwie nach Alchemie, sagt ihr euch natürlich. Habe ich mir auch gedacht. Preußisch blau ist tatsächlich das erste künstlich hergestellte Pigment und das wurde schon im 18. Jahrhundert, witzigerweise von einem Künstler, der nach neuer roter Farbe suchte, erfunden. Und bei der Suche nach Rot kam halt preußisch blau raus. Also mit dem Rot ist was schiefgegangen. Aber preußisch blau ist das traditionelle Blau auch heute noch in Blaupausen, falls ihr sie noch kennt, und ist völlig unschädlich. Das wird zum Beispiel sogar als Gegenmittel bei Vergiftungen mit radioaktivem Cäsium eingesetzt. Und chemisch handelt es sich dabei um eine metallorganische Verbindung. Und in der sind Eisenionen als Eisen-2- und Eisen-3-Oxid über ein Cyanid-Anion verbunden. Also für die Chemiker unter euch müsst ihr nicht wirklich wissen. Aber die Struktur der Verbindung ist gitterförmig, weshalb sie sich bei den Akkus als Kathode sehr gut eignet. Preußisch Blau lässt sich auch in ganz einfachen Verfahren herstellen, ohne hohe Temperaturen und mit geringem Energieverbrauch. Auch die Herstellung der Kohlenstoffanoden benötigt geringere Temperaturen als die zum Beispiel bei Graphit. Dadurch verringert sich der CO2-Rucksack bei der Akkuherstellung enorm. Das Akkumaterial besteht sonst dann nur noch aus Natrium, Mangan, Eisen, Kohlenstoff und Stickstoff. Die Kathode ist in diesem Akkus nicht mehr der teuerste Bestandteil wie in Lithium-Ionen-Akkus, sondern einer der billigsten. Die Stromableiterfolien bestehen aus Aluminium und nicht mehr aus Kupfer. Und das Natrium, das muss nicht mal zwingend irgendwie abgebaut werden, denn das gibt es jetzt schon in großen Abraumhalden von Kalibergbau als Abfall in fast beliebiger Menge. Und eine Kilowattstunde Lithium-Ionen-Akku erfordert den Abbau von ungefähr 130 Kilogramm Lithium-Erz als Rohstoff oder Lithium-Salz. Und für eine Kilowattstunde Natrium-Ionen-Akku braucht man ungefähr 1 Kilogramm einfaches Natriumchlorid, also quasi Kochsalz. Ja, der Unterschied in Sachen Rohstoffbedarf, der ist gigantisch. Und jetzt, um mal einschätzen zu können, wie sich Natrium-Ionen-Akkus eigentlich für Elektroautos eignen in der Zukunft, da habe ich mal diese Natrium-Ionen-Akkus mit den aktuellen Zellen verglichen. Also ich habe dazu die herkömmlichen State-of-the-Art NMC 811 Zellen genommen. Das sind also diese Nickel-Mangan-Kobalt-Zellen. Und das 811, das steht für 80% Nickel, 10% Mangan und 10% Kobalt. Und dann die LFP-Zellen, also Lithium-Eisen-Phosphat, also auch schon ohne Kobalt eben. Und dazu noch diese ganz neuen NMX-Zellen, also Nickel-Mangan-Nix. Da mit den Daten, die bis jetzt so bekannt sind. Und bei diesen vier unterschiedlichen Akkuzusammensetzungen, da habe ich mal die Frage gestellt, wie hoch ist die Energiedichte in Wattstunden pro Kilo, wie hoch ist das Volumen dabei, also wie groß ist dann der Akku, wie viel Wattstunden pro Liter Volumen kann er liefern, wie groß ist die Zyklenfestigkeit, wie oft kann er also von 0 bis 100% aufgeladen werden, bevor er auf 80% runter ist
Und wie steht es mit der Temperaturfestigkeit? Wie viel Kapazität lief er dann noch bei Kälte? Und was kostet das pro Kilowattstunde? Der entscheidende Faktor für die Massenanwendung bei einem Auto zum Beispiel ist eben der Preis. Ja, fangen wir mal mit der Zyklenfestigkeit an. Und hier in der Grafik sehen wir, dass der Natrium-Ionen-Akku leider ziemlich abgeschlagen ist. Also er schafft wirklich nur von allen vier Akkuchemien die schlechteste Zyklenzahl, nämlich liegt zurzeit bei rund 1000. LFP zum Beispiel ist extrem zyklenfest, der liegt bei 3000 Zyklen, 0 bis 100%. Jetzt ist es aber ja so, dass man ein Elektroauto sehr, sehr selten von 0 bis 100% auflädt, sondern in der Regel ist dieser Ladehub so 60% oder vielleicht 70%. Also zum Beispiel von 20 bis 80%, das wären dann halt genau 60%. Das heißt, man kann ungefähr sagen, in der Praxis, da sind diese 1000 Zyklen eher so 1400, 1500 Zyklen. Und dann schafft so ein Akku auch locker die 200, 300.000 Kilometer in einem Auto, was dann schon wieder praktikabel wäre. Und wie hoch ist die Energiedichte im Vergleich? Da ist der Natrium-Ionen-Akku auch leider letzter, aber nicht ganz so abgeschlagen im Vergleich zum Beispiel zum LFP-Akku mit 160 Wattstunden pro Kilogramm. Und der LFP-Akku hat 200 Wattstunden pro Kilogramm. Man muss aber dazu sagen, in einem Tesla Model 3 zum Beispiel, die LFP-Akkus haben tatsächlich in der Realität 170 Wattstunden pro Kilogramm. Also so weit sind die von einem Natrium-Ionen-Akku gar nicht entfernt. Und im Prinzip ist es so, dass so ein Natrium-Ionen-Akku von der Energiedichte ungefähr dem Stand von Lithium-Ionen-Akkus aus dem Jahr 2000 entspricht. Ja, und schaut euch an, wo wir heute sind. Also da ist noch einiges zu erwarten. Und Kattel hat auch schon gesagt, die nächste Generation, die in 2 Jahren rauskommt, die wird eine Energiedichte von 200 Wattstunden pro Kilogramm haben. Und jetzt schauen wir uns mal das Volumen an, was so ein Akku pro Kilowattstunde benötigt. Hier haben wir also mal den Vergleich der Energiedichte auf ein Volumen von Litern zum Beispiel. Also pro Liter schafft so ein Natrium-Ionen-Akku 300 Wattstunden. Beim LFP-Akku an zweiter Stelle liegen wir bei 350 Wattstunden. Die aktuellen NMC-Zellen, die liegen natürlich bei 500 Wattstunden. Das heißt, die haben das kleinste Volumen pro Kilowattstunde. Nichtsdestotrotz liegen LFP und Natrium-Ionen gar nicht so weit auseinander. Ziemlich wichtig ist auch die Temperaturstabilität. Wie sieht es also mit der Kapazität bei niedrigen Temperaturen aus? Ja, und da spielt der Natrium-Ionen-Akku wirklich seine Stärke aus. Er schafft bis zu 90% Kapazität bei minus 20 Grad. Und die LFP-Zellen zum Beispiel als Schlusslicht, die schaffen nur 60% Kapazität bei minus 20 Grad. Das ist aber natürlich auch relativ zu sehen, denn diese Akkus in Autos werden natürlich dann bei niedrigen Temperaturen aufgewärmt. Und das bedeutet dann, dass die Kapazität natürlich wieder steigt, aber auch im Umkehrschluss, dass man für das Aufwärmen Energie benötigt, die der Akku wieder selber liefern muss. Also die Reichweite sinkt in jedem Fall und der Natrium-Ionen-Akku hätte hier bei kaltem Wetter einen eindeutigen Vorteil gegenüber allen anderen Akkutechnologien. Und last but not least sind natürlich die Kosten manchmal das entscheidende Argument für den Einsatz einer bestimmten Akkutechnik und wie teuer sind die Zellen also im Vergleich. Ja, und hier wird es besonders krass. Ein Natrium-Ionen-Akku hat aufgrund dieser ganzen Rohstoffe, die er eben nicht mehr braucht, einen extremen Kostenvorteil. Also er liegt um den Faktor 2,5 unter den aktuellen NMC-Zellen und fast noch um den Faktor 2 günstiger als die LFP-Zellen. Das ist wirklich krass und das ist auch ein Argument, weswegen ich glaube, dass dieser Akku besonders auch für Elektroautohersteller immer interessanter wird. Und aktuell beliefert Kattel Tesla ja noch mit Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen, also LFP. Und das könnte sich in absehbarer Zeit ja vielleicht ändern. Interessant sehe ich auch die Variante, die verschiedenen Zellen miteinander zu vermischen. Hat Kattel auch schon gesagt, dass das mit Natrium-Ionen-Akkus besonders gut geht. Also Lithium-Ionen und Natrium-Ionen in einer Art Hybrid-Akku. Und dieser Akku könnte dann die Vorteile von beiden Zellen miteinander kombinieren und die Nachteile minimieren. Jetzt fehlt eben eigentlich nur noch die Massenproduktion. Und da hapert es ja oft, denn die Massenproduktion, um die hochzufahren, ist normalerweise sehr viel Geld nötig und das dauert eben oft auch Jahre. Und der Vorteil bei Natrium-Ionen-Akkus ist, dass die Produktion in Fabriken mit der gleichen Technik stattfinden kann, mit der man auch Lithium-Ionen-Akkus produziert. Also es braucht keine Neuentwicklung von speziellen Maschinen und vorhandene Produktionslinien können genutzt werden. Und deshalb, da glaube ich auch, dass Kattel mit dem Start von 2023 bei der Massenproduktion recht hat und sie das wirklich schaffen. Das halte ich für realistisch. Ja, und die gute Nachricht ist also, das Ende der Rohstoffknappheit bei Akkus könnte eingeläutet werden. Und die weltweite Verfügbarkeit des vergleichsweise knappen Lithiums, die war ja bislang so ein bisschen die ultimative Grenze in der Akkuproduktion.
und ist damit das größte Hindernis für eine schnelle Elektrifizierung der weltweiten Autoindustrie. Mit Natrium-Ionen-Akkus, da wird diese Grenze gesprengt, auch wenn ein gleich schwerer Akku derzeit nur 60 Kilowattstunden statt 100 Kilowattstunden hätte. Dafür läge der Preis aber deutlich unter dem eines Lithium-Ionen-Akkus mit 60 Kilowattstunden. Stoffe wie Natrium, Eisen, Mangan und die nötigen Kohlenstoffverbindungen, die sind so häufig, dass die Produktion nicht durch Rohstoffreserven und Förderkapazitäten von Bergwerken begrenzt wird, sondern nur davon, wie schnell die Rohstoffe zu Akkus verarbeitet werden können. Dabei wird Lithium in Akkus aber wegen der ganz hohen Energiedichte wahrscheinlich nie komplett ersetzt werden. Aber in vielen Fällen ist die maximale Energiedichte eben auch nicht unbedingt nötig. Und ein niedrigerer Preis ist das bessere Verkaufsargument. Schon Kattels Natrium-Akkus der ersten Generation, die würden die gleiche Reichweite schaffen wie beim Tesla Model 3 Standard Range, verbunden mit einer höheren Leistung und besserer Schnellladefähigkeit. Allerdings muss man dann im Auto irgendwie 30-50% mehr Volumen haben für die Akkuzellen. Und das bedeutet zum Beispiel ein Tesla-Akku-Pack, der müsste dafür 3-4 cm dicker sein. Ja, das ist eine kleine Unannehmlichkeit und die ist wahrscheinlich dafür zuständig, dass dieser Einsatz in Teslas im Moment eher unwahrscheinlich ist. Aber die zweite Generation der Natrium-Ionen-Akkus, die wird das dann schon wieder umkrempeln, denn die soll ja 200 Wattstunden pro Kilo erreichen. Damit liegt sie auf dem gleichen Niveau wie die LFP-Zellen. Funktionierende Natrium-Ionen-Akkus verändern also erstmal nichts an der Realität von heute. Dafür müssen sie erst in großen Mengen hergestellt und eingebaut werden. Aber die Technologie funktioniert und das öffnet die Perspektive für eine Zukunft, in der die Produktion leistungsfähiger Akkus in viel größeren Mengen als bisher möglich ist, ohne dass dabei kritische Rohstoffe benötigt werden. Und das ist doch ein schöner Gedanke. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut. Ciao.